Hätte ich nicht gedacht, mein lieber Scholli. Der ist futsch. Oh, jetzt kommen sie alle. Der ist auch futsch. So, die ist futsch. Zwar einen mitgegeben, aber scheiß der Hund drauf. Da hinten läuft noch einer. Na komm. Ja, aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass hier so viele rumeiern. Ah, das spawnt auch schon wieder. Ach nee, doch. Oder verschwindet der im Boden? Ach, das ist so ein Clipping-Fehler, alles klar. Der Schatten ist da. Aber der hier ist schon weg, okay. Aber hier ist irgendwo noch etwas. Keine Ahnung, ob das schon respawn ist oder... Ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut zu wissen, wie viele hier im Endeffekt liegen. So. Die setzen wir wieder ein. Müssen wir auch direkt ausstatten, falls wir mal in Notlage kommen. Direkt parat sind. Verbände. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele hier oben sind. Da haben wir mit 2-3 gerechnet, aber nicht, wie viel waren das jetzt? 5-6? Keine Ahnung. Haben heute übrigens wieder das große Thema des Superzombies gehabt in Infestation hier. Den gibt es. Wir hatten jetzt am Samstag drüber gesprochen gehabt und jemand sagt auch, dass er dem begegnet ist und hat auch Fotos und hast nicht gesehen. Mich trotzdem irgendwie nochmal informiert in Google. Das hat mich total stutzig gemacht. War irgendwie so unfassbar oder für mich unmöglich. Und wie gesagt, wegen den Gerüchten. Und da hat man so viele in Google gefunden, diesen Superzombie. Viele sagen, er latscht in Boulder City rum, dass man ihn hier oder da mal über den Weg laufen kann, natürlich nur nachts. Viele sagen aber auch, der treibt sich auch in vielerlei anderen Orten rum. Ihr kennt ja dieses Zombie-Geschrei, was man manchmal an Bergklippen hört oder so. Und ja... Das soll der sein. Das soll wirklich dieser Mutanten-Zombie sein. Super stark. Und wer Resident Evil kennt, den Nemesis, so ungefähr kann man sich hier vorstellen, nur ohne Rüstung. Also mit nacktem Oberkörper wandert der umher. So, jetzt wäre ich schon wieder ein bisschen leiser. Ich krieg's mit. Dusenudeln. Der hat mich geaddet. Kommt der jetzt hier rein? Hey, der steht jetzt genau hier. Am beschissenen Wagen rum. Weißt du was? Komm. Drop the fucking items. Nehmen wir das hier mit. Und bitte lass es sich lohnen. Ja, 9 Bullets, naja, nicht die Welt. Aber immerhin ein wenig was. Das ist der Geselle, der hier vorsteht. Und komm her. Oh, Gelddrop. Sehr nice. Hier ist auch irgendwo einer, da vorne. Na komm her. Der ist auch down. Gehen wir hier kurz in das kleine abgerissene Haus. Ja, der gewohnte Ludwig halt. Was hast du gegen Ludwig? Nein, Ludwig. Nicht Ludwig, Ludwig.
So, Limo-Dose. Tüte Chips nicht. Nehmen wir den hier auch noch mit, komm. Auch wenn wir ihn gerade beim Kacken gestört haben. Der ist auch down. Gehen wir mal kurz erst in das Haus hier. Gekriegt. Ja, aber über ein Geld. Sehr nice. Mysteriegel, Mini Saints, ja, kann ich beides nicht mitnehmen. Egal. Schokoriegel kann ich mitnehmen. Schraubenschlüssel. Kokoswasser würde ich gerne mitnehmen. Ja, komm. Schade drum, aber da muss man Prioritäten setzen. Verbände, Schmerzmittel und das normale Wasser auf jeden Fall. Boah, das wird gerade immer lauter. So, dann latschen wir hier lang. Hier haben wir schon etwas, was uns begrüßt. Eine B93R. Komm, mach hin. Madame liegt. Neue Millimeterpatron, okay. Hemlight blau. Was bist du? Ein M9 Hemd schwarz. Oh, ich hab doch gewusst, wo ist doch einer Drecksau. Egal, kriegen wir wenigstens ein bisschen Heil-Items weg hier. Müsli-Riegel war das. Ah, Mist, ey. Geld. Fast übersehen, alter Schwede. Neuenheim Wald. Von irgendwo noch her. Tüte Chips kann ich nicht brauchen. Ansonsten liegt hier oder lag hier nichts. Nee. Immer mal wieder eine Bandage hier reindrücken. Im neuen Helm mit Schutzbrille. Ansonsten nichts. Traurig. So, jetzt kommen wir hier in das Haus, was am meisten immer hat. Limo-Dose kann ich nicht mitnehmen.
Oh, und auch diesmal wieder Verbände. Tüte Chips brauche ich nicht. Energy Drink kann ich nicht mitnehmen. Schmerzmittel. Tüte Chips kann ich nicht mitnehmen. Mini Saints. Also füllen wir mal kurz. Dann nehmen wir hier die Flaschen Wasser wieder rein. Mini Saints geben auch ein bisschen zu süffeln wieder. Was ich mal sage, dass ich Lebensmittel liegen lassen muss. Naja. Egal. Ab zum Supermarkt. Oh, guck dir das mal an. Da sind ja zwei Stück. Das ist jetzt kein Bock mehr, oder was? Oder musst du mir den Charlie Chaplin Geld fallen lassen? Was bist du? Ohne Koga 14 Mini, immerhin. Ja, Limo-Dose kann ich mitnehmen, steckt ja nicht. Habe ich ja leider nichts. Vielleicht bist du in Munition, muss ich auch liegen lassen. Was haben wir denn hier? Eine Clownmaske, Kaliber 22 Ladestreifen. Den will ich mitnehmen, egal was ist. Wie gesagt, ich bin dann eher eine Nagelpistole. Alter, nein! So leid es mir tut, aber dann nehme ich lieber die Nagelpistole mit. Das Wasser muss ich liegen lassen. Taschenlampe brauche ich nicht. Wasser 375 stackt. Ja, und das Gewehr würde ich auch gern haben. Gucken, wie viel Muni da drin ist. 8 Streifen. 11 Streifen. Egal, Nagelpistole ist Nagelpistole, dann habe ich jetzt auch, ich glaube, zweimal. Das war eine Limo-Dose, die konnte ich nicht mitnehmen. Und jetzt wird es langsam knapp mit dem Wegschmeißen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da können wir eh nicht mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. Sind Haferbrei können wir mitnehmen. Chips können wir nicht mitnehmen. Energy Drink können wir nicht mitnehmen. Was haben wir hier noch? Chips. So leid es mir tut, aber da sind wir doch ein bisschen zu voll gerade. Sind Haferbrei. So, hier ins Haus würde ich trotzdem gern reinschauen. So, der ist down. Hier ist noch eine alte drinne. Denkt man zumindest. Saft. Das können wir mitnehmen. So langsam ist es lächerlich. Keine Ahnung. Wir müssen doch mal einen kurzen Zwischenstopp dann machen an der Safe Zone, bevor wir da weiter eiern. Ich hätte nicht gedacht, dass das so erfolgreich ist, wenn ich ehrlich bin.